gegen Meldeauflagen. Ich nehme nicht an, dass Sie sich der Vollstreckung entziehen werden. Wir haben Ihr Verhalten auch zum Ende durchaus, und das war nämlich strafmildernd hier zu werden, als eine Art Geständnis gewertet, wobei wir es nicht hätten gebraucht, denn es stand für uns auch nach der Beweisaufnahme so fest, dass Sie gefahren sind. Sie haben auch gelernt, mit diesem Traktor umzugehen. Fingerabdrücke waren dann drauf. Und wie ernst es Ihnen war mit der ganzen Geschichte, zeigt auch, dass Sie ihm 2.500 Euro gegeben haben, und zwar für diesen Hof. Sie sind wirklich sehr hintergangen worden, freuen sich noch unendlich. Das sieht man hier an diesem Morgen mit dieser letzten Nacht und so weiter. Sie scheinen ja jedenfalls filmisch nicht unbedingt, aber vielleicht zu Hause ordentlich zu sein. Ich weiß es nicht. Nur jetzt bekommt sie mit, dass es eine Ehefrau gibt. Und es war alles auf die Seite geräumt. Und sie wird rausgeschmissen, so ganz einfach. Sicher, sie geht zur Bushaltestelle und sie geht wieder auf ihren Traktor, als ob nichts passiert. Dass man in diesem Moment eine Art durchdreht, das kann vorkommen. Es war eine sehr spontane Geschichte. Nur, sie haben letztendlich seine Arg- und Wehrlosigkeit ausgenutzt. Sie hat gar nicht gemerkt, dass sie auf diesen Traktor gestiegen sind. Und als sie drauf saßen, da hatten sie auch durchaus den Vorsatz. Vielleicht nicht die Absicht, aber zumindest bedingt in Kauf genommen nach dem Motto, wenn er damit stirbt, ist es mir auch egal. Denn sie haben ihn voll erwischt. Und wäre die Bicke nicht dazugekommen, hätte er es nicht überlebt. Dann hätten wir uns hier überlebenslang unterhalten. Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der Revision einzulegen binnen einer Woche ab heute. Die Verhandlung ist geschlossen. Carsten Steenbock wurde wegen unartlicher Falschaussage und gemeinschaftlichen Betruges seiner Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Stefan Plötze erhielt wegen gemeinschaftlichen Betruges 8 Monate auf Bewährung. Sat.1 Gold. Mit dem Herzen sehen. Mensch, Marco, du hältst die Klappe. Ist das klar? Ich will nicht, dass das Verhältnis zu Raffaella noch schlechter wird, als es eh schon ist. Ja, bleib mal. Na, ihr beiden, seid ihr schon wieder schon am Tuscheln? Ha? Überlegt euch schon mal einen Namen für den Kleinen. Wie soll er denn heißen? Marco Neidhardt Junior vielleicht? Also, ihr seid ja echt das Alte. Fass mich nicht an! Dass es schon nicht schlimm genug ist, dass du mit 50 noch mal Mutter wirst. Nein, dann muss ich auch noch von meinen Freund schwängern lassen. Raffaella, jetzt glaub mir doch bitte. Wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen gefährlicher Körperverletzung an Ihrer Tochter Raffaella, Frau Herzog. Sonja ist Ihr Vorname. Sie sind am 1. März 1958 in Köln geboren und leben auch weiterhin dort, sind geschieden und haben eine 18-jährige Tochter. Eben um diese Raffaella geht es hier, um deren Verletzung. Was sind Sie vom Beruf? Ich war früher Verkäuferin in einer Boutique, aber das geht jetzt nicht mehr, weil das Stehen packe ich einfach nicht mehr. Ich bin im 6. Monat, wie Sie schon sehen können. Die Anklage bitte, Herr Staatsanwalt Römer. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Nachdem die Angeklagte sich auf ein Verhältnis mit dem 19-jährigen Freund ihrer Tochter Raffaella Herzog eingelassen hatte und von ihm schwanger geworden war, kam es zwischen ihr und ihrer Tochter zu unerträglichen Spannungen. Am 11. April 2008 warf Raffaella Herzog die Angeklagte aus der Wohnung und stellte ihre Sachen vor die Tür. Die Angeklagte war darüber derart außer sich, dass sie ihrer Tochter einen Pflasterstein an den Kopf warf und sie erheblich verletzte. Sonja Herzog wird wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Herzog, würden Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder wollen Sie Aussagen zur Sache? Ich möchte Aussagen. Das wäre ja noch die Krönung. Schwanger und unschuldig hinter Gittern. In der Tat keine schöne Vorstellung. Ja, sehen Sie mich doch an. Ich bin 50 Jahre alt. Ich habe eine erwachsene Tochter. Jeder würde mir glauben, wenn ich jetzt Großmutter werden würde. Und stattdessen bin ich selber noch mal schwanger geworden. Seitdem habe ich eigentlich nur noch Probleme an der Backe. Also ist mir diese Gerichtsverhandlung jetzt nun wirklich nicht gerade auch noch das, was ich gebraucht habe. Aber gut, ich ziehe das Ding einfach jetzt durch. Ist mir sehr recht. Das ist der Pflasterstein. Ja. Das waren Steine aus dem Vorgarten und dieser Stein ist am Hinterkopf ihrer Tochter gelandet und hat sie schwer verletzt. Und die Staatsanwaltschaft sagt, sie hätten den geworfen, weil ihre Tochter sie aus der Wohnung geworfen hätte, ziemlich kurz vorher. Sie vor die Tür gesetzt hat, stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Natürlich war ich sauer auf meine Tochter, aber wie würden Sie sich denn fühlen, Frau Richterin, wenn Ihre eigene Tochter Sie mit Sack und Pack aus dem Haus schmeißt?
Aber deswegen schmeiße ich doch keine Steine. Sagen wieso Sie haben Sie sich den Rauswurf überhaupt gefallen lassen? Ihre Tochter kann Sie doch nicht einfach so vor die Tür setzen. Sie haben ja zusammen gewohnt in der Wohnung. Ja, ich war so perplex nach diesem Streit. Und die Wohnung gehört meiner Tochter, weil mein Ex-Mann ihr die Wohnung überschrieben hat. Trotzdem kann man nicht einfach so rausgeworfen werden. Was war der konkrete Anlass, dass Ihre Tochter Sie in dem Moment vor die Tür gesetzt hat? Weil meine Tochter allen Ernstes glaubt, dass ihr kleiner 19-jähriger Ex-Freund mich geschwängert hat. Das ist völlig blödsinnig, die ist völlig durchgedreht. Ja, ja, ist an der Vermutung Ihrer Tochter was dran oder wirklich nicht? Nein, ich habe mich mit Marco nur absolut gut verstanden, das war alles. Aber das heißt doch nicht, dass ich gleich mit ihm in die Kiste hüpfe. Ich habe diesen Stein nicht geworfen. Da waren doch noch nicht mal Fingerabdrücke dran. Außerdem ist das Ding viel zu schwer. Oh. Damit würde ich doch gar nicht treffen. Das traue ich Ihnen durchaus zu, dass Sie damit treffen würden. Also für einen Dreijährigen mag das vielleicht zu schwer sein, für eine kräftige 50-jährige Frau, die auch gerade noch schwanger ist, die schafft das gerade noch. Ich rufe Ihnen noch mal gerne in Erinnerung, was da passiert ist am 11. April. Sie waren im Vorgarten, Ihre Tochter hat sie buchstäblich vor die Tür gesetzt, Sie waren draußen und dann haben Sie sich in der Hecke auf die Lauer gelegt und haben gewartet, bis Ihre Tochter wieder rauskommt. Als ob ich mich in eine Hecke verkrieche zwischen Dornen und Spinnen und was weiß ich da sonst noch alles ist. Das ist doch Blödsinn. Und dann kam Ihre Tochter auch noch raus und die hat Ihnen buchstäblich den Koffer vor die Tür gestellt. Der hat die Sachen da rausgestellt und wollte wieder reingehen. Und dann hat es Ihnen gereicht und dann ist Ihnen die Hutschnur total geplatzt und der Stein lag da rum. Und den haben Sie genommen und den haben Sie Ihrer Tochter über den Kopf gezogen. Nein, verdammt nochmal, zu diesem Zeitpunkt war ich schon längst weg, als meine Tochter die Sachen vor die Tür gestellt hat. Wegen diesem Streit. Ich war doch völlig aufgewühlt. Ich bin zu einer Freundin gelaufen. Warum ist die Situation an dem Tag eigentlich so eskaliert, dass Sie sogar Ihre Tochter vor die Tür gesetzt hat? An dem Tag kam wieder alles zusammen. Raffaella hat mir vorgeworfen, dass ich wieder einen auf jung machen würde. Dabei ist man doch mit 50 Jahren noch nicht uralt. Nur weil ich keine 20 Jahre alt mehr bin, ja, da zähle ich doch noch nicht zum alten Eisen und muss doch nicht aufhören zu leben. Wissen Sie, ich habe keinerlei Verpflichtungen mehr. Ich habe eine erwachsene Tochter. Mhm. Ich bin geschieden. Ich habe null Verpflichtungen. Ich kann also auch mal auf eine Party gehen. Das kann einem doch keiner verbieten. Ja? Und vor der Schwangerschaft habe ich das auch gemacht. Ja, und dass ich dann schwanger geworden bin, das gab ihr einfach den Rest. Das spricht an sich zunächst aber nicht für Ihre Tochter, jedenfalls nicht für deren Toleranz, wenn man so kindisch reagiert. Es sei denn, der Freund ist der Vater. Nein, er ist es nicht. Es war ein Unfall. Ein Unfall sagt nichts über die Tatbeteiligten. Er ist es aber wirklich nicht gewesen. Meinen Sie, es war schön für mich, als der Arzt mir mitgeteilt hat, dass ich schwanger bin? Ich habe doch gedacht, ich kann gar keine Kinder mehr bekommen. Und da fingen aber meine Probleme auch erst einmal an. Es war ein richtiges Spießrutenlaufen in meinem Freundeskreis. Alle haben gesagt, wie alt ich schon bin. Jeder meinte, er müsste mich über die Risiken aufklären. Ich kann das einfach nicht mehr hören. Und meine eigene Tochter, die hält noch nicht mal zu mir, ja? Die, nicht im Geringsten, steht sie mir zur Seite. Aber okay, ich habe mich damit jetzt arrangiert und... Ja, ich werde auch eine gute Mutter. Das bezweifelt ja auch überhaupt gar keiner, Frau Herzog. Nur das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrer Tochter war natürlich dadurch zwangsläufig mehr als getrübt. Ne? Ich meine, sonst hätte sich das ja wohl kaum mit diesem Anruf erlaubt, wenn Sie der Frau Richterin einfach mal erzählen würden, was da passiert ist. Ja, also das war 2 Tage, bevor das mit dem Stein passiert ist. Da hat meine Tochter jemanden arrangiert, der mich anrufen sollte. Und dieser Mensch hat mir am Telefon gesagt, er tat so, als rief er aus dem Labor an, im Auftrag meines Frauenärztes. Und er sagte, dass Komplikationen aufgetreten wären und mein Nachwuchs wäre mit sehr Wahrscheinlichkeit stark behindert. Und das hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Das kann ich auch verstehen, Frau Herzog. Das war auch nicht nur abgrundtief geschmacklos, das war auch abgrundtief gemein. Nur müssen Sie sehen, es zielte ja auch noch besonders auf die Ängste ab, die Spätgebärende sowieso schon haben. Und genau deshalb, oder auch deshalb, ist es dann 2 Tage später zu diesem Wutausbruch bei Ihnen gekommen. Jetzt sag ich Ihnen mal was, damit Sie das verstehen. Vielleicht verstehen Sie es, ja? Nach diesem Anruf, da habe ich 2 Tage lang in Trauer und in Angst gelebt. Verstehe ich. Bis zu dem Termin beim Arzt. Und dann komme ich in die Praxis und erfahre, es hat überhaupt nie einen Anruf gegeben. Ja? Und von Komplikationen war auch keine Spur. Und ich war danach so erleichtert. Da werfe ich doch keine Steine mehr. Ist doch alles Blödsinn. War Ihnen sofort klar, dass nur Ihre Tochter hinter diesem Anruf stecken kann? Ja, natürlich. Warum?
Sie war doch die Einzige, die von der Fruchtwasseruntersuchung wusste. Ich weiß, dass sie mir einen Schrecken einjagen wollte, weil ich es ja gewagt habe, in meinem Alter noch mal schwanger zu werden. Aber ich kann hier noch mal wiederholen, ich habe den Stein nicht geworfen. Ich habe nicht mit Marco geschlafen. Ich bin nicht schwanger von ihm. Er ist nur der Ex-Freund meiner Tochter, mehr nicht. Und der Junge ist 19. Wer ist der Vater? Das sage ich Ihnen jetzt nicht. Ich habe dem Vater hoch und heilig versprochen, das nicht zu verraten. Ich kann Sie hier nicht zwingen, den Namen preiszugeben. Nur irgendwann werden Sie es dem Kind mal sagen müssen. Also kommen wir wieder zurück zum 11. April. Da waren Sie beim Frauenarzt. Da sind Sie nach Hause gekommen, nachdem Sie das erfahren hatten. So alles in Ordnung. Sie werden doch Ihre Tochter darauf angesprochen haben, oder? Ja, natürlich habe ich sie angesprochen. Sie war ja auch nach der Schule schon zu Hause. Und ich war auch sehr, sehr böse auf sie. Aber sie war einfach nur eiskalt. Die hat mich eiskalt angeguckt, gegrinst. Und ich habe einfach gemerkt, sie will mich nur bestrafen dafür, dass ich schwanger geworden bin. Das war alles. Und dann haben wir uns gestritten, auf Teufel komm raus, und ich bin zu meiner Freundin gelaufen, zu Christa Schwarz. Die wird Ihnen das sicher auch gleich bestätigen. Ich habe Sie als Zeugin geladen. Wohnen Sie im Moment noch bei ihr? Nein, ich bin bei einem Freund untergekommen, bei Christopher Redlich. Aber das ist ja auf Dauer auch keine Lösung. Noch Fragen an die Angeklagte? Danke. Dann beginnen wir mal mit dieser Tochter. Raffaela Herzog, bitte, und Sie nehmen neben Ihrer Verteidigung Platz. Frau Herzog, nehmen Sie Platz. So, bei Gericht die Wahrheit sagen muss, nehme ich an, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Raffaela ist Ihr Vorname, Sie sind 18 und wohnen in Köln. Ja, und deswegen bitte nennen Sie mich auch Raffaela, sonst denke ich immer, Sie meinen meine Mutter. Und mit der will ich wirklich nicht verwechselt werden. Allein schon, weil wir altersmäßig wohl ein bisschen weit auseinander sind. Aber scheint sie ja nicht zu schicken. Sie unterschätzen Ihre Mutter. Sind Sie noch Schülerin? Ja, ich bin gerade noch im Abi und bin froh, wenn der ganze Mist endlich vorbei ist. Ich meine, wie soll man das auch alles schaffen, wenn man in so einem Irrenhaus lebt, wie es mein Zuhause die letzten anderthalb Jahre war? Darauf komme ich gleich zu sprechen. Zunächst sage ich Ihnen aber noch, dass man als Tochter schweigen kann. Sie haben mit dem Zeugnisverweigerungsrecht. Sie können aussagen oder schweigen, das ist Ihre Entscheidung. Und wenn Sie aussagen, die Wahrheit. Allerdings kann man schweigen, § 55, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Und wollen Sie auch sagen? Ja, klar will ich auch sagen. Das war der Stein, der Sie getroffen hat und erheblich verletzt hat. Ja, die lagen bei uns noch an der Einfahrt rum, weil die neu gepflastert worden ist. Und die waren bestimmt nicht für meinen Hinterkopf gedacht. Ey, Mann, ich hätte draufgehen können, wenn das Ding mich voll erwischt hätte. Ich lag 4 Tage im Krankenhaus, weil ich eine Gehirnerschütterung hatte. Und geblutet hat das wie verrückt. Hm. Genäht haben die das, aber es hat irgendwie lange gedauert, weil sich das noch entzündet hat. Nee, Mama, echt. Schöne Scheiße, vielen Dank. Ja, ich weiß nicht, ob Sie sich bedanken müssen bei ihr, denn sie sagt, sie hat den Dank gar nicht verdient von Ihnen. Sie hätte diesen Stein nicht geworfen, denn sie sei, nachdem Sie sie vor die Tür gesetzt haben, umgehend zu ihrer Freundin gegangen und hätte gar nicht mehr mitbekommen, dass Sie die Koffer vor die Tür gestellt haben. Ach, klar war sie das. Haben Sie sie gesehen? Nee, aber ich meine, so geladen wie die war an dem Tag, als sie vom Arzt nach Hause gekommen ist, sie hat mich angeschrien, sie hat mich mit Kissen und anderen Gegenständen beworfen, ja, bis es mir dann irgendwann zu bunt geworden ist. Ich meine, hat sich eigentlich irgendjemand schon mal gefragt, wie ich mich dabei fühle, dass meine Mutter noch mal schwanger ist? Sie macht mich doch auch zum Gespötter, Leute. Ich könnte die Mutter meines neuen Geschwisterchens sein, verdammt. Ja, Raffaela, dazu kann ich mal was sagen. Ihre Mutter, es ist die Entscheidung ihrer Mutter, ob sie noch weiter ein Kind bekommt. Sie hat damals ja auch nicht um Rat gefragt, als Sie unterwegs gewesen sind. Möglicherweise belastet sie das sogar vielleicht zu Recht, wenn ihr ehemaliger Freund der Vater ist. Das ist ein ganz anderes Thema. Und Sie müssen Ihre Mutter auch nicht unterstützen. Aber anzurufen bzw. jemand anrufen zu lassen, nicht? Um mitzuteilen, dass die Fruchtwasseruntersuchung eine Behinderung ergeben hätte, ja? Das ist so ziemlich das Niederträchtigste, was man einer Schwangeren antun kann. Denn jede Schwangere hält das zunächst für möglich, dass da was dran ist. Obwohl niemand eine solche Mitteilung am Telefon macht. Aber man glaubt natürlich in dem. Ja, mein Gott, da soll sie doch einfach froh sein, dass alles in Ordnung ist. Sie scheinen nicht zu verstehen. 2 Tage der Ungewissheit ihrer Mutter, dass sie nicht weiß, was soll sein.
ungewisser, dass diese Fruchtwasseruntersuchung, dass, dass das Kind irgendwie geschädigt ist. Ist doch klar, dass sie nach Hause kommt, sauer ist und ihnen die Meinung sagt. Seien Sie froh, dass ich es nicht gewesen bin. So, aber statt dass sie sich entschuldigen, werfen Sie sie raus? Ja, ich meine, es ist mir einfach alles zu viel geworden. Es hat mir halt gereicht. Also habe ich ihr gesagt, dass sie gehen soll und sich ihre Sachen später vor der Tür abholen kann. Und sie ist ja dann auch gegangen. Aber gepasst haben wird ihr das ja nicht. Ja, nee, sie war total sauer. Aber ich meine, das war ihr Problem. Als sie dann weg war, habe ich erstmal ihre Sachen in zwei Koffer gepackt. Es hat bloß eine Viertelstunde oder so gedauert. Und habe die dann unten vor die Haustür gestellt. Und als ich den zweiten Koffer unten abgestellt habe und mich umgedreht habe, da ist irgendwas gegen meinen Hinterkopf geknallt. Ich kann mich erst wieder erinnern, als mein Papa mir das Gesicht getätschelt hat. Der hat auch den Krankenwagen gerufen. Raffaella, Sie haben ja bei der Polizei herausgesagt, dass Ihre Mutter um 14.10 Uhr das Haus verlassen habe und der Stein hätte sie eine Viertelstunde später in etwa getroffen. Das heißt 14.25 Uhr, wenn ich jetzt einigermaßen rechne. Um 14.35 Uhr jedenfalls hat Ihr Vater den Notarzt angerufen, weil er sie vor dem Haus gefunden hat und irgendwie niemand vom Haus, Passanten, niemand hat bis dahin was gemerkt. War das Zufall, dass Ihr Vater vorbeigekommen ist? Nee, als meine Mutter dann weg war, habe ich erstmal meinen Vater angerufen und ihm gesagt, dass ich total Zoff mit meiner Mutter habe. Ja, und eigentlich war das schon gar nichts Besonderes mehr für ihn, weil das passiert öfter bei uns. Aber naja, irgendwie ist er dann wohl doch vorbeigekommen. Wahrscheinlich wollte er sehen, ob es mir besser geht oder so, aber davon konnte ja nicht die Rede gewesen sein. Echt, Mama. Ich kann das immer noch nicht fassen. Ich bin so enttäuscht von dir, dass du mir einfach so einen fetten Stein an den Kopf wirfst. Mensch, Raffaella, du bist meine Tochter und ich liebe dich. Das würde ich dir niemals antun. Also es bezweifelt niemand, Frau Herzog, dass Ihnen das jetzt leid tut, was Sie getan haben. Das bezweifelt niemand, bezweifle ich auch nicht. Herr Römer, Sie gibt sich vielleicht durchaus etwas jugendlicher. Gut, sie ist 50 Jahre alt, sie ist eine erwachsene, frauengestandenes Mannsbild, eine Mutter, die ihre Tochter liebt. Und glauben Sie nicht, dass diese Frau es anders geschafft hätte, die Situation zu klären? Also ich meine, Steine werfen, das ist eigentlich mehr die Tat eines beleidigten 19-Jährigen. Ach, meine Mutter soll sich doch ihr sentimentales Geschwafel sparen, ey. Du bist doch noch zu ganz anderen Sachen fähig. Wer mit dem Freund von der eigenen Tochter ins Bett steigt, der ist doch zu allem fähig. Raffaella, wie oft soll ich dir denn noch sagen? Ich habe nicht mit Marco geschlafen. Warum sind Sie so überzeugt davon, dass Ihre Mutter mit Marco im Bett war? Ja, das fragen Sie doch einfach mal meine Mutter. Ich war ja schließlich im Urlaub, als meine Mutter ihre Chance genutzt hat, um sich an meinen Freund ranzumachen. Erzähl doch mal, was in der Nacht zwischen dir und Marco passiert ist, als du mal wieder mit meiner Clique zusammen auf eine Party gegangen bist, hm? Raffaella, gar nichts war passiert. Gar nichts. Es war ein ganz normaler Abend. Wir haben Spaß gehabt, wir haben gefeiert. Genauso wie wenn du dabei bist. So, wie wir es immer feiern, wenn wir die Korken knallen lassen. Das war alles. Mit dem Unterschied, dass Marco hinterher bei dir im Bett geschlafen hat und nicht bei mir. Ich kann ehrlich gesagt fast schon verstehen, wenn Sie es auch jetzt noch nicht schaffen, Ihrer Tochter mal wirklich die Wahrheit zu sagen und rein Wein einzuschenken, kann ich verstehen, dass sie nicht mehr mit Ihnen unter einem Dach leben möchte. Das kann ich dann nachvollziehen. Schön. Die Situation war aber folgende. Marco hatte keinen Schlüssel mit an dem Abend. So, und dann habe ich ihn mit in die Wohnung genommen. Er hat aber, es war so, er hat in deinem Bett geschlafen und ich in meinem. Es ist absolut nichts passiert, ja? Was hätte ich denn machen sollen mit deinem Freund? Hätte ich ihn auf der Straße schlafen lassen sollen? Genau, Mama. Das ist mein Freund. Das sind alles meine Freunde. Echt, du hast dich so an meine Clique geheftet, du fühlst dich auf wie eine 20-Jährige. Weißt du noch, als du dir die Haare pink gefärbt hast, nur weil Juliane diese bekloppte Idee hatte? Echt, Mama, das macht keine 50-Jährige. Du versuchst alles, um bei meinen Freunden gut anzukommen. Du gehst auf Konzerte von dessen Sängern, du mir früher die Poster an der Wand verboten hast. Du holst mich auf Rollerblades, Kaugummi kauen von der Schule ab und machst einen auf Best Friends. Ey, Mama, das ist mir total peinlich. Wann sind Sie denn geschieden, Frau Herzog? Wir sind seit Januar 2007 geschieden, im beidseitigen Einvernehmen. Mhm. Es war für mich auch ein Gefängnis, diese Ehe. Das weißt du doch selber auch. Ich durfte doch gar nichts. Alles musste minutiös geplant sein. Ich hatte einfach keine Lust mehr darauf, immer nur in den Schwarzwald zu fahren. Ja? Und ich wollte auch mal ins Blaue mit meinem Mann, aber auch das war nicht möglich. Alles musste immer geplant werden. Er war so spießig und das ist doch nicht normal. Und nach der Scheidung war ich einfach nur froh, dass das beendet war, dieses Kapitel. Ich konnte endlich mal das tun und lassen, was ich will. Und ich kann endlich das tragen, was mir gefällt.
Also du willst sagen, dass dir diese Fummel gefallen, oder was? Ey Mama, ich meine, deine Partyausflüge sind zum Glück ja schon weniger geworden, seitdem du schwanger bist. Aber deine Kleidung hat sich immer noch nicht angepasst. Du bist schwanger, Mama, und du rennst hier im Minirock durch die Gegend? Also, unglaublich. Also die Kleiderwahl ihrer Mutter hat sie nun wirklich nicht zu interessieren. Also ich meine, sie schreibt Ihnen ja auch nicht vor, was Sie zu tragen haben. Was erzählen Sie hier eigentlich? Ja, nee, aber ich... Echt? Ja, na also. Raffaella, hat Ihre Mutter Ihnen gegenüber mal zugegeben, dass, oder nicht, was anderes gefragt, hat Marco mal Ihnen gegenüber zugegeben, dass er mit Ihrer Mutter geschlafen hat? Ja, nee, also nach der Nacht hat dann Marco überall in der ganzen Clique rum erzählt, dass, wenn er gewollt hätte, er meine Mutter hätte flachlegen können. Ja, und ein paar Tage später ist meine Mutter plötzlich schwanger. So, also wird er sie ja wohl klar gemacht haben, oder nicht? Naja, wenn er es nicht so gesagt hat, muss es ja nicht unbedingt so sein. Sonst hätte er es ja vielleicht gesagt, wenn es so gewesen wäre, oder? Keine Ahnung. Dann frage ich ihn halt selber das. Ja, das sollten Sie, glaube ich, auch besser mal machen. Ich kann dazu eigentlich nicht viel sagen, aber uns war eigentlich von Anfang an klar, als wir von der Schwangerschaft erfahren haben, dass Marco der Vater sein muss. Wie oft soll ich noch wiederholen? Er ist nicht der Vater des Kindes. Ich habe nicht mit Marco geschlafen. Ich kann dir nur nicht sagen, wer der Vater des Kindes ist. Ja, was soll denn diese Geheimnistuerei? Genau. Guck doch mal, in der Schule, da sprechen mich alle drauf an. Die machen doofe Sprüche, die machen mich total fertig. Ich kann mir sowas anhören von wegen, guck mal, die ist so schlecht im Bett, dass der Marco schon mit der Mutter was anfangen muss. Also, das ist doch total bekloppt. Und das Schlimmste ist, die rennt zu Hause rum und ich kann mir ihren Bauch angucken, wie der immer dicker und dicker wird, jeden Tag. Aber jetzt ist sie ja zum Glück weg, echt. Sie können sich nicht vorstellen, wie schlimm das für mich ist. Doch, das kann ich mir schon vorstellen. Allerdings waren Sie ja auch nicht ganz unschuldig an der Eskalation des Ganzen und der Anruf, den Ihrer Mutter da von Ihnen organisiert erhalten hat, dass es dem Kind nicht gut geht und dass sie möglicherweise ein krankes Kind zur Welt bringen wird. Das war ja wohl das Allerletzte, das möchte ich hier aber auch mal sagen. Und dieser Rauswurf Ihrer Mutter ist auf diese Art und Weise auch nicht gesetzlich zulässig. Ja, ich gebe ja zu, also die Nummer mit dem Anruf, die war schon ziemlich heftig. Ja. Aber, naja, es tut mir auch irgendwo ein bisschen leid. Streichen Sie das Wort irgendwo, es tut Ihnen leid. Weiter. Ja, und, naja, ich wollte aber einfach mal, dass sie sich genauso fühlt, wie ich mich die ganze Zeit gefühlt habe. Dass sie mal genauso leidet. Kommt ja etwas Zähneknirschen drüber, aber okay. Ich meine aber, Raffaella, Sie haben es ja nicht nur der Mutter heimgezahlt, Sie haben es ja genauso Ihrem Ex-Freund Marco heimgezahlt. Ne? Ich meine, ihretwegen hat er sich doch mit irgendeinem Arbeitskollegen angelegt, hat es dann, glaube ich, gab eine dicke Schlägerei und der Job war weg. Ja, also. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, aber ich glaube nicht, dass Marco das gewesen ist. Okay. Es ist schon so lange zwischen uns Schluss und wir haben uns einfach nichts mehr zu sagen. Nee. Mit meiner Mutter, das ist schon die richtige auf der Anklagebank. Noch Fragen an die Zeugin, Herr Herzog? Dann setzen wir mit genau mit diesem Marco Neithardt fort. Herr Neithardt, bitte. Und Sie nehmen bitte an der Seite Platz. Die Zeugin bleibt unvereidigt. Glamour and Crime mit dem Kultduo der 80er. Absolut himmlisch. Hart, aber herzlich. Immer Montag bis Freitag um 17.15 Uhr bei Sat.1 Gold. Dein Haar ist ein Vogelnest? 9 von 10 Testerinnen sind überzeugt. Die Gliss 7-Sekunden-Kur repariert, entwirrt und macht das Haar geschmeidig. In unglaublichen 7 Sekunden? Na klar! Vertraue Deutschlands Nummer 1 der Haarreparatur. Gliss repariert. Jeder Moment wird mit Lindor zum magischen Moment. Unendlich zart schmelzend. Lindor, mein kleiner Glücksmoment. Von den Maître Chocolatier von Lindt. Wer sind wir, wenn wir unsere ältesten Freunde leiden und sterben lassen? Wenn wir zulassen, dass unsere Wälder zerstört werden? Wer sind wir? Wir müssen uns jetzt entscheiden. Wir könnten die Generation sein, die alles verliert. Oder die, die sich entscheidet zu retten. Besuchen Sie uns online und werden Sie jetzt WWF-Weltretter, um sich gemeinsam mit uns für unsere Erde einzusetzen. Immer mehr Menschen leiden unter trockenen und gereizten Augen. Aus vielen Gründen im Alltag. Um den Augen zu helfen, gibt es Hylocare. Es spendet den Augen Feuchtigkeit und gibt ihnen dadurch Pflege und Schutz. Tag für Tag. Hylo, die Nummer 1 bei trockenen Augen. In Ihrer Apotheke. Wake up.
What would you do for love? Miss Dior, the new fragrance. Dior. Jetzt bei Douglas. Und auf douglas.de. Kann ein Wurstbrot den Horizont erweitern? Gut möglich, wenn es mit Gutfried belegt ist. Es ist so leicht, dass die kleine Runde auch mal etwas weiterführen kann. Und falls Sie doch lieber zu Hause bleiben, hält Gutfried Sie auch so in Form. Gutfried ist gut für mich. Neues aus dem Kühlregal. Jetzt entdecken und probieren. Weil ich jemanden an meiner Seite haben wollte, der mich durch den ganzen Verkaufsprozess begleitet. Jetzt kostenlose Immobilienbewertung anfordern auf macmakler.de. Wussten Sie, dass jeder Zweite unter Mundgeruch leidet? Bist es du? CB12 macht den Unterschied. Es ist wissenschaftlich belegt, dass es die Ursache von Mundgeruch bekämpft für bis zu 12 Stunden. Und auch unter der Maske bekämpft CB12 Mundgeruch für bis zu 12 Stunden. Halte dich ganz entspannt. Atme tief in deinen Bauch ein und aus. Gut, dass manches ganz einfach ist. Jeden Morgen LaVita ins Glas. Jeden Tag rundum gut versorgt. Das All-in-One-Konzentrat. Über 70 natürliche Zutaten, keine Zusatzstoffe. Und alle wichtigen Vitamine und Spurenelemente vereint auf einem Löffel. LaVita hilft uns dabei, gesund zu sein. LaVita, das Mikronährstoffkonzentrat. Für eine gute Bouillon musst du dir Zeit nehmen. Viel Zeit. Oder du nimmst die neue Maggi-Gemüse-Bouillon. Lecker und reichhaltig. Mit schonend eingekochtem Gemüse. Die perfekte Basis für deine Suppen. Oder einfach zum Würzen. Was immer du willst. Die neuen Maggi-Bouillons. Nicht warten, einfach kochen. Philips präsentiert Speed Pro Max Aqua Plus. Egal ob trocken oder klebrig. Philips Speed Pro Max Aqua reinigt trockenen und hartnäckigen Schmutz. Saugen und wischen in einem Zug. Philips Speed Pro Max Aqua Plus. Gemeinsam machen wir das Leben besser. Philips. Ich wollte wissen, wie viel mein Auto wert ist. Die Antwort: wirkaufendeinauto.de. Ich bekam bequem, online und super schnell einen garantierten Preis. Der war besser als erwartet. Also habe ich mein Auto abgegeben und genau zu dem Preis verkauft. Hol dir jetzt deinen Preis auf wirkaufendeinauto.de. Entdecke die neue Nivea Lavendel Body Lotion. Mit natürlichem Lavendel und wertvollen Pflegeölen spendet sie 48 Stunden Feuchtigkeit und verwöhnt Haut und Sinne für seidig zarte und strahlende Haut. Die Lavendel Body Lotion. Neu von Nivea. Wir Menschen handeln nach dem Prinzip Logik. Wenn wir hungrig sind, essen wir etwas. Wenn es dunkel wird, schalten wir das Licht an. Aber wenn wir Hörprobleme haben, vermeiden wir es, Hörgeräte zu tragen. Weil wir glauben, dass sie viel zu groß sind und jeder sie sehen kann. Darum bieten wir bei Amplifon Ihnen die fast unsichtbaren Ampli-Mini-Hörgeräte, die gerade einmal so groß sind. Ampli-Mini jetzt auch zum Nulltarif. Für sagenhafte 0 Euro. Jetzt kostenlos anrufen. 0800 755 1100. Ich konnte mir nie vorstellen, dass es so eine Armut gibt. Armut, die Kinder erblinden lässt. Ich habe Abu getroffen. Er ist nur 2 Jahre alt, aber er erblindet schon. Ich habe noch nie ein Kind gesehen, das so verloren aussieht. Abu wurde in die CBM-Feldklinik gebracht. Nur dort hat er die Chance auf Behandlung. Aber er ist nur eines von so vielen Kindern, die blind werden, weil sie arm sind. Also mein Herz bricht, wenn ich an meine eigenen Kinder denke. Und ich kann mir nicht vorstellen, sie so leiden sehen zu müssen. Bitte helfen Sie, das Augenlicht von Abu zu retten. Geben Sie 5 Euro im Monat an die Christoffel-Blinden-Mission. Bitte besuchen Sie jetzt augenlicht-retten.de. Denn jeden Tag verlieren weitere Kinder ihr Augenlicht, weil sie arm sind. Doch Ihre Spende lässt sie wieder sehen. Ja? Was klackert da so? Was kann das sein? Was ist da mal drin? Ich find's heraus. Wow! Ein Auto! Komm, Opa! Wie das wohl schmeckt! Für Ihre Kinder gibt es noch so viel zu entdecken. Kinderüberraschung. Na, neugierig? Und wer jetzt eine von 100 Gewinnfiguren findet, bekommt ein Jahr voller Erlebnisse für die ganze Familie. Mit Kinderüberraschung.
Egal ob auf Hufen oder Pfoten. Schön, dass Sie wieder da sind. Dr. Dresen hat für jeden Patienten die richtige Therapie. Mit Charme. Du spuckst mich nicht an, Schatz. Humor. Dann sollten Sie vielleicht mal die Schnauze halten. Also vom Hund. Und Herzblut. Das ist der beste Tierarzt der Welt. Diagnose lebenswert. Die neue Staffel. Praxis Dr. Dresen. Immer donnerstags um 20.15 Uhr bei Sat.1 Gold. Sat.1 Gold Nervenkitzel. Mein Name ist Lieutenant Joe Kenda. Ich habe fast 400 Mordfälle gelöst und jeder davon war einzigartig. Aber eines ist bei allen Fällen gleich. Ein Menschenleben wurde beendet. Und die Geschichten dieser Menschen sind jetzt meine Geschichten. Einer der erfolgreichsten Ermittler Amerikas zeigt uns, wie er seine spannendsten Fälle gelöst hat. Homicide Hunter, dem Mörder auf der Spur. Morgen um 20.15 Uhr bei Sat.1 Gold. Der Geschmack von Erdbeeren und Joghurt, umhüllt von knackig zarter Vollmilchschokolade. Jogurette, die passt zu mir. Herr Neidhardt, bei Gericht muss man die Wahrheit sagen. Wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste, § 55. Herr Neidhardt, Marco ist Ihr Vorname. Sie sind 19. So können Sie mich auch nennen, bitte. Marco, Sie sind 19 und wohnen in Köln. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Kfz-Mechaniker und bis vor 2 Monaten war ich auch noch Angestellter. Doch jetzt suche ich wieder einen Job. Mit der Angeklagten sind Sie jedenfalls nicht verwandt oder verschwägert. Richtig. Nee, bin ich nicht. Und ich kann jetzt direkt schon was dazu sagen. Ich kenne beide, Mutter und Tochter. Und das ist eine Familienangelegenheit. Ich weiß gar nicht, was sie soll eigentlich. Diese ganzen Gerüchte hier, die regen mich eh schon total auf. Ich weiß nicht, was damit zu tun haben soll. Meinen Sie das Gerücht, dass Sie der Vater des Kindes sind? Sein sollen, ja. Ich soll der Vater des Kindes sein, ja. Schwachsinn. Das ist die Mutter meiner Ex, mehr nicht. Und dass sie zu öfteren geschritten haben, das stimmt. Weil Raffaela natürlich wütend ist, dass Sonja hier mit uns, der Clique, sich versucht anzupassen und mit uns trinken geht, Party machen geht, saufen geht und so weiter. Aber dass Sonja einen Stein auf sie geworfen haben soll, nee, das passt eigentlich nicht zu ihr. Eigentlich ist sie eine liebe und nette. Wenn überhaupt, dann würde das zu Raffaela passen, weil sie wirklich mal ausrasten kann. Aber Sie wollen jetzt nicht sagen, dass die Raffaela sich den Stein am Ende selber an den Kopf geworfen hat? Nein, natürlich nicht. Quatsch. Gut. Schwachsinn. Aber ich meine, die war natürlich schon ziemlich angepisst, ne? Wenn sie in die Schule geht und die Leute in der Schule sie irgendwie anmachen und irgendwelche dummen Sprüche bringen, weil ihre Mutter schwanger ist, kann ich schon verstehen, dass sie angepisst ist. Und ich glaube nicht, dass sie es einfach so locker hingenommen hat. Ja, genau, das denke ich nämlich auch. Und deshalb wollte Raffaela Ihnen das nämlich genau mal zeigen, wie das ist, so Spießruten laufen an der Stelle, wo man jeden Tag immer wieder neu hin muss. Und dann ist sie in die Kfz-Werkstatt gegangen, da wo sie arbeiten, hat was gemacht? Was sie da gemacht hat? Ja. Sie hat mich zum Vollidioten gemacht. Sie hat mich lächerlich gemacht. Okay, das stimmt. Ja, super. Sie hat behauptet, ich wäre schlecht im Bett. Sie hat behauptet, ich würde kein normales Mädchen mehr abbekommen in meinem Alter. Und deswegen würde ich mir jetzt 50-Jährige krallen. Also so ein Schwachsinn. Natürlich fanden die anderen das lustig, vor allem die Azubis, ist doch klar. Natürlich haben sie gelacht und gegrinst und irgendwelche Sprüche gebracht, irgendwelche dummen Sprüche. Aber meine Güte, das sind Männersprüche, ja, super hätte ich auch gemacht, klar. So logisch. Aber es hat mich nicht gewurmt. Das ging hier rein und da wieder raus, also. Neidhardt, von wegen. Sie haben einige Tage danach Ihre Stelle verloren. Einer Ihrer Kollegen hat Sie da irgendwie angefoppt, hat einen blöden Spruch gebracht. Sie haben Sie provozieren lassen, handgreiflich geworden, eskaliert. Und Sie haben die Kürzung gezogen. Der Chef hat Sie rausgeschmissen. Hören Sie auf. Ja und? Gibt's nur eine Stelle? Kfz-Mechaniker werden gesucht in diesem Lande. Mein Gott. Und wenn ich keine finden sollte, dann gehe ich halt ins Ausland. Und? So lässig haben Sie vorhin auf die Frage der Vorsitzenden nach Ihrem Beruf aber nicht geantwortet, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Sie waren extrem wütend auf die Raffaela. Denn Sie haben Sie natürlich verständlicherweise dafür verantwortlich gemacht, dass Sie jetzt auf der Straße stehen. Wollten Sie an ihr rächen? Nein, Mann, wollte ich nicht. Natürlich nicht, ist doch klar. Aber dass ich dem Bolle da eine runtergehauen habe, dass ich ihm eins auf die Fresse gegeben habe, das hatte was ganz anderes zu tun. Er hat einfach genervt, es wurde einfach mal Zeit. Also, was er sich alles erlaubt hat, das konnte man nicht akzeptieren. Es musste einfach mal zeigen, mir Respekt verschaffen, meine Güte. Und eins möchte ich noch sagen. Es hat die dort einen Scheißdreck zu interessieren, ob ich hier die Mutter von der Raffaela schwängere oder nicht. Ja, mich interessiert das aber vielleicht. Aber ich meine, für mich ist sowieso klar, dass du der Vater von dem Baby von meiner Mutter bist. Aber das Allerärmste ist, dass du noch nicht mal dazu stehst. Ey, Marco, du bist so ein Feigling.
Jetzt fängt das mit derselben Leier schon wieder an. Ich kann es nicht mehr hören. Wie oft soll ich mich noch rechtfertigen? Wie oft? Sag es mir, hä? Ich kann es einfach nicht mehr hören. Ich habe deine Mutter nicht geschwängert, basta. Wenn Sie wirklich nicht der Vater sind, dann werden Sie davon auch nichts mehr hören. Ja, dann sollen Sie beiden doch mal einen Vaterschaftstest zeigen. Aber das werden Sie ja auch nicht, weil Sie nämlich genau wissen, dass ich recht habe. Wir brauchen überhaupt keinen Vaterschaftstest, weil Marco nicht der Vater des Kindes ist und basta. Natürlich bin ich nicht der Vater des Kindes. Mann, was soll das denn? Hätte ich gewusst, was für einen Ärger ich hätte, als ich bei Ihnen übernachtet habe, dann hätte ich das nie gemacht, verdammt nochmal. Ja, Herr Neidhardt oder Marco, das Problem ist, dass Sie damit rumgeprallt haben. Wie weit ist man in dieser Nacht gegangen? Ja gut, nein, ach, quatschen. Ja gut, vielleicht haben wir ein bisschen geflirtet, ja super. Und vielleicht haben wir auch ein bisschen getanzt, ein bisschen getrunken, okay, gesoffen, wie Sie es nennen wollen, oder vielleicht intensiver geredet. Und vielleicht hätte ich auch nicht so rumponsauen sollen vor den Leuten, dass ich sie vielleicht hätte klar machen können, natürlich. Ja, wenn ich gewusst hätte, woraus das hinausgeht, hätte ich es auch nicht gemacht. Aber Fakt ist einfach, ich bin nicht mit ihr ins Bett gestiegen. Ich habe keinen Sex mit ihrer Mutter gehabt. Ich habe doch keinen Sex mit der Mutter meiner Freundin, verdammt nochmal, oder meiner Ex-Freundin. Ihr habt geflirtet. Und dass danach nichts passiert ist, das kannst du von mir aus deiner Oma erzählen, ey. Echt, Mama, du hast mich so hintergangen. Raffaela, mein Gott nochmal, es tut mir echt leid. Ich weiß, es war nicht richtig von mir, dass ich mit ihm geflirtet habe, aber weißt du, an dem Abend, da habe ich mich einfach so frei gefühlt und so jung und ich habe gedacht, alles liegt irgendwie noch vor mir, verstehst du das? Aber ich habe nicht mit ihm geschlafen, ganz sicher nicht, bitte glaub mir das. Ich kann dir nur nicht sagen, wer der Vater des Kindes ist, aber Marco ist es nicht. Noch Fragen an den Zeugen, Marco? Nein. Nein, danke. Dann nehmen Sie an der Seite Platz. Herr Seher, bitte, dem früheren Ehemann der Angeklagten. Herr Seher, nehmen Sie bitte Platz. Herr Seher, dass man bei Gericht die Wahrheit sagt, muss nämlich an, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Geburtsname ist Herzog, aber Sie haben jetzt den Namen Ihrer zweiten Ehefrau angenommen. Deshalb den Namen Seher. Klaus ist Ihr Vorname. Sie sind 55 und wohnen ebenfalls in Köln. Ja. Was sind Sie vom Beruf? Ich habe einen kleinen Schreibwarenladen, den ich selber führe, seit 3 Jahren. Als geschiedener Ehemann hat man auch noch ein Zeugenverweigerungsrecht. Das bleibt einem lebenslänglich erhalten, § 52. Das heißt, man kann schweigen oder aussagen, es ist Ihre Entscheidung. Und wenn Sie aussagen, die Wahrheit. Man kann aber immer dann schweigen, § 55 war vorsichtshalber, wenn man sich selber einer Straftat bezichtigen müsste. Ich möchte aussagen. Herr Seher, mit diesem Stein ist Ihre Tochter im Hinterkopf schwer verletzt worden und sie hat an sich Glück gehabt, dass nicht noch mehr passiert ist. Aber Ihre Ehefrau sagt weiterhin, sie sei es nicht gewesen, die diesen Stein in Richtung Ihrer Tochter geworfen habe. Ihre Tochter hat Sie ja am 11. April, das war ja das Datum, angerufen. Wie klang sie da am Telefon, Ihrer Tochter? Also Raffaela hat mich angerufen, kurz nachdem oder direkt nachdem Sonja aus der Wohnung war. Dass die beiden Streit hatten, ist eigentlich eine normale Geschichte. Das ist Alltagsleben gewesen bei den beiden. Aber sie war sehr aufgeregt am Telefon. Es war so anders, als es sonst war. Und ich konnte sie nicht beruhigen. Und deshalb sind Sie dann hingefahren? Oder gab es da noch irgendeinen anderen, möglicherweise konkreteren Grund dafür, dass Sie annehmen konnten, die Situation würde möglicherweise eskalieren und Ihre Ex-Frau würde Ihrer Tochter was antun? Nein, das nicht. Das Telefonat hat mir keine Ruhe gelassen. Und ich war der Meinung, dass ich zu meiner Tochter muss, um sie zu beruhigen, irgendwie zu beruhigen. 2 Straßen weiter ist mein Schreibwarenladen, also habe ich den Stuhl zugemacht und bin schnell zu meiner Tochter. Da lag sie dann blutüberströmt vor der Eingangstüre mit einer großen klaffenden Wunde im Hinterkopf. Du bist ja wahnsinnig, bist du. Wie kannst du unserem Kind sowas antun? Herr Seher, Herr Seher, Herr Seher, Sie haben doch gerade gesagt, Sie haben nicht nur nicht gesehen, was passiert ist, sondern Sie haben auch gerade gesagt, dass Sie eigentlich gar keinen objektiven Grund sehen würden, warum Ihre Ex-Frau der Tochter das irgendwie nochmal nachtragen sollte, nachkarten sollte. Und jetzt stellen Sie es auf einmal als Fakt da. Also, Frau Tasic, das Bild hat für sich gesprochen, als sie blutend dort über diesen Koffern lag. Das war mit Sicherheit ein Racheakt meiner Frau, weil Raffaela sie aus der Wohnung geschmissen hat. Und ich mache mir die größten Vorwürfe, glauben Sie es mir. Also, ich hätte das Kind besser nach der Trennung zu mir genommen. Dann wäre mit Sicherheit diese Geschichte nicht passiert. Hättest du dem Kind das nicht antun können. Na, Klaus, dass du mir das zutraust. Wir waren 20 Jahre lang verheiratet, ja? Da müsstest du mich doch viel besser kennen. Nein, ich würde es genau andersrum sagen, gerade weil Sie 20 Jahre verheiratet sind, wird er es möglicherweise richtig einschätzen können. Er kennt Sie nämlich. Das oder sind Sie so eine geheimnisvolle keine Frau? Keine Rede sein, so grundverschieden wie die beiden sind, Herr Römer. Ich meine, das war da auch der Grund, dass die Ehe überhaupt gescheitert ist. Ach, das war doch überhaupt keine Ehe mehr. Das war doch eine reine Zweckbeziehung.
Das war doch wie ein Gefängnis. Das war doch alles nur noch geplant und alles minutiös geplant von dir. Man musste immer alles tun, was du gesagt hast. Stimmt. Und weißt du, ich bin froh, dass wir auseinander sind. Schon lange. Also unsere Tochter ist wesentlich vernünftiger als du. Die ist erwachsen und weiß, mit ihrem Leben umzugehen. Du benimmst dich wie eine 20-Jährige, bekommst noch ein Baby dazu. Also das ist für mich unverantwortlich. Ich frage mich einfach nur, noch nicht mal dein Mann oder Erzeuger dieses Babys, wenn du den überhaupt kennst oder wenn es ihn überhaupt gibt, tja, kann dir noch helfen. Jetzt sage ich dir mal was. Dass ich schwanger geworden bin, das war nicht unbedingt ein Glücksfall. In dem Falle. Zuerst mal. Schwanger wird man ja nicht von alleine. Aber, vielleicht erinnerst du dich, Kinder bringt nicht der Klapperstorch. Die entstehen irgendwie. Und es gibt einen Vater. Oh, Christopher, was machst du denn hier? Du bist doch gar nicht als Zeuge geladen. Ach, hallo, Christa. Nein, ich bin nicht als Zeuge hier. Ich soll doch Sonja mental unterstützen. Hm. Ja, ich bin noch viel zu spät dran. Hast du schon ausgesagt? Nein, aber ich müsste gleich dran sein. Ja, dann lass uns doch am besten zusammen reingehen. Sag mal, was läufst du eigentlich mit einem Ultraschallbild von Sonja rum? Du weißt doch, wenn man mit einer Schwangeren zusammen wohnt, dann ist man gleich mitschwanger. Ja, aber auf dem Bild, das ist doch, sag mal, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Das kann doch gar nicht sein. In unserem Dorf wird über sie geredet. Alle Leute sprechen mich drauf an. Ich schäme mich schon, zuzugeben, dass du mal mit mir verheiratet warst. Überleg dir sowas mal. Und jetzt kriegst du noch ein Kind dazu? Ist ja noch viel schlimmer. Meinst du, dadurch wird das Gerede besser? Hör mal, du hast doch gut reden. Du hast ja eine Großfamilie eingeheiratet. Du hast eine Schwiegertochter, die hat 3 Kinder. Du hast einen Schwiegersohn oder Stiefsohn, der hat 2 Kinder. Und ich, was hab ich denn? Wie, was hast du? Kann ich dir sagen. Ich bin einsam, ja? Selber schuld. Und ich fühle mich richtig scheiße. Damit du das mal verstehst. Ich hab nichts und niemanden. Raffaela geht langsam ihren eigenen Weg. Verstehst du das? Und ich möchte nicht irgendwann im Alter alleine da sein und unnütz da stehen. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich das Kind bekomme. Ich wünsche dir viel Spaß. Danke. Noch Fragen an diesen Zeugen? Nein, danke. Dann komme ich jetzt mit Ihrer Freundin fort. Nehmen Sie an der Seite Platz. Christa Schwarz, bitte, der Zeuge bleibt unvereidigt. Frau Schwarz, bitte nehmen Sie hier vorne Platz. Wo warst du denn die ganze Zeit? Sorry, Sonja, mein Auto stand in der Parklücke und ich kam nicht raus, weil da hat mich so ein Idiot zugehört. Wollte mich unterstützen, danke schön. Ja. Herr Redlich, dann nehme ich an. Ja. Nehmen Sie dann bitte an der Seite Platz. Sie wurden ja erwartet, schon länger. Entschuldigen Sie bitte. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, Frau Schwarz, hat sich schon rumgesprochen. Wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Christa ist ihr Vorname, sind 40 und wohnen in Köln. Was sind Sie jetzt vom Beruf? Ich bin Sekretärin bei einer Versicherung. Sind Sie mit der Angeklagten verwandt oder verschwägert? Nein, wir sind nur gut befreundet, dachte ich bisher jedenfalls. Die Angeklagte soll ja ihre Tochter mit diesem Stein ziemlich verletzt haben. 14.25 Uhr in etwa muss das gewesen sein, als der Stein geflogen ist. Nur hat sie gesagt, da sei sie schon bei Ihnen gewesen. Stimmt das? Sonja war das nicht. Sie ist direkt, nachdem sie sich mit ihrer Tochter gestritten hat, zu mir und hat sich bei mir ausgeheult. Lächer. Wann war das? Sie war um Punkt 14.23 Uhr bei mir. Woher wissen Sie so genau? Ich weiß es deshalb so genau, weil sie, als sie vor meiner Haustür stand, auf meinem Handy angerufen hat, weil zu der Zeit meine Klingel kaputt war. Frau Schwarz, das ist doch jetzt eine reine Gefälligkeitsaussage, richtig, oder? Nein, ist es nicht. Richtig. Eins können Sie mir glauben. Sonja tut alles, damit sie wieder ein besseres Verhältnis zu ihrer Tochter bekommt. Auch wenn Raffaela ihr mit diesem fürchterlichen Anruf von dem Arzt einen riesigen Schrecken eingejagt hat, ist sie bereit, das alles zu vergessen. Sie hätte sie nie verletzt. Und ich weiß auch, dass es ihr total leid tut, dass Marco bei ihr geschlafen hat und jetzt die Gerüchteküche brodelt. Aber da war nichts. Da ist absolut nichts gelaufen. Außerdem ist Sonja schwanger und beschäftigt sich gerade nur mit ihrem Bauch. Sie hat sicher andere Dinge zu tun, als nach ihrer Tochter zu werfen mit einem Stein.
Sie hat doch auch niemanden, der für sie einkaufen geht oder ihr den Haushalt macht. Also wissen Sie, so ein Stein ist schnell geworfen. Da haben auch Schwangere möglicherweise Zeit zu. Und was die Frage nach dem Mann angeht, das ist in der Tat ja schon heiß diskutiert worden, von wem sie denn nun schwanger ist. Wir haben auch schon festgestellt, ein Klapperstorch war es nicht. Und Sie als beste Freundin, Sie müssten doch da möglicherweise was mitgekriegt haben, oder nicht? Wer war denn nun der Mann dieses Babys? Selbst wenn sie was mitgekriegt haben könnte oder würde, da muss es noch lange nicht sagen. Ja, also mittlerweile kann ich es mir ja denken. Ich bin ja auch nicht blöd. Ach. Christopher läuft ja sicher nicht mit einem Ultraschallbild von dir rum, oder? Umsonst? Also jetzt hör mal. Du willst doch nicht sagen, dass ich der Vater bin. Du weißt schon, dass ich nur auf Männer stehe, oder? Wer sagt dann, dass das alles nicht nur Tarnung ist? Sag mal, sind denn jetzt hier eigentlich alle bekloppt geworden oder so? Vielen Dank. Was unterstellt man mir denn jetzt laufend? Einmal ist es ein 19-jähriger Ex-Freund meiner Tochter, der mich geschwängert hat. Jetzt ist es mein schwuler Freund, der mich geschwängert hat. Das ist doch alles Blödsinn, Mensch. Verdammt nochmal. Christopher hat nur ein Foto von mir, weil er der Einzige ist, der mir nicht ständig irgendwelche Dauervorträge über mein Alter hält und über die Risiken und so weiter. Ja? Und er ist ein guter Freund. Mehr nicht. Weshalb glauben Sie jetzt, dass dieser Christopher der Vater ist? Also nur, weil er ein Ultraschallbild von diesem Kind dabei hat? Ja, ja. Jedenfalls glaube ich auch allmählich, dass er dein einziger Freund ist. Mich scheinst du ja komplett vergessen zu haben. Oh, mir Gott. Hast du nicht mal erzählt, dass du Zwillinge bekommst. Zwillinge? Jawohl, Sie haben richtig gehört. Madame Herzog bekommt Zwillinge. Ich habe es gerade selber auf dem Ultraschallbild gesehen, das du Christopher gegeben hast. Herr Redlich, ich möchte immer gern dieses Ultraschallbild sehen. Wofür wollen Sie das denn jetzt sehen? Das trägt doch zur Verhandlung überhaupt nichts dabei. Gibt es jetzt am Ende zwei Väter, wenn Zwillinge sind? Das ist ja noch komplizierter. Sorry, Sonja, das ist mir vorhin bei Christa am Flur runtergefallen. Das möchte ich doch mal sehen. Bitte schön. Danke. Sie scheinen tatsächlich Zwillinge zu erwarten, Frau Herzog. Damit sage ich Ihnen doch nichts Neues, oder? Nein. Damit sagen Sie mir nichts Neues. Aber das ist doch völlig egal, ob ich ein Kind bekomme oder zwei. Frau Herzog, was anderes. Also soweit ich weiß, kommt es ja bei Frauen im fortgeschrittenen Alter gerne mal zu Zwillingsgeburten. Oder sogar zu Mehrlingsgeburten noch weiter nach oben die Zahl, wenn man so eine Hormonbehandlung macht, zum Beispiel um schwanger zu werden. Oder bei künstlicher Befruchtung. Und wenn das so ist, dann verstehe ich das, dass Sie bei den zwei ein Geheimnis haben. Mama, bitte sag, dass das nicht wahr ist. Doch, es ist wahr. Ich habe mich künstlich befruchten lassen. Ja, und? Und ich sag euch gleich noch was. Der Spender ist anonym. So. Und ich wollte einfach diese Sache umgehen, weil ich nämlich weiß, ihr habt kein Verständnis für meine Lage. Ey Mama, ich dachte, das wäre ein Unfall, das Baby. Und dabei bist du vorsätzlich schwanger geworden? Und das in deinem Alter? Ey, weißt du eigentlich, wie riskant so eine Schwangerschaft ist, wenn man so alt ist wie du? Interessiert die doch nicht. Und genau diese Reaktion, die habe ich erwartet. Und darum habe ich auch nichts gesagt. Weil ich einfach nicht mehr hören will, dass ich zu alt bin für ein Kind. Weil ich nicht mehr hören will, welche Risiken sein können und auftauchen können. Ich will das einfach nicht mehr. Und darum habe ich gesagt, es war ein Unfall. Und habe euch nichts erzählt davon. Hey Mama, du bist echt unglaublich. Ich kann das nicht fassen. Weißt du, ich habe doch gemerkt, dass ich dir auf den Keks gegangen bin. Wenn ich hinter dir hergedackelt bin und mit deiner Clique mitgelaufen bin, ja? Dein Vater, der hat eine Großfamilie. Was hab ich denn? Du gehst deine eigenen Wege. Und ich bin alleine. Du bist ja selber schuld. Ja, aber ich hab gedacht, ich fang noch mal von vorne an. Ich wusste nicht, dass es Zwillinge werden. Das konnte ich ja nicht ahnen. Aber es geht den Kindern gut und ich bin da jetzt richtig glücklich drin. Aber Frau Herzog, das wissen Sie jetzt erst, dass es den Kindern gut geht. Als Sie diesen Anruf erhalten hatten, sah das doch ganz anders aus, oder nicht? Da mussten Sie jetzt auf einmal damit rechnen, dass beide Kinder möglicherweise krank zur Welt kommen. Sie als alleinerziehende Mutter mit zwei kranken Kindern, wie soll das denn weitergehen? Da musste Ihre Tochter Sie gar nicht mehr aus der Wohnung werfen. Das hat für Sie auch so schon gereicht, sich an ihr mal ganz dezidiert zu rächen. Nein, ich war nur froh, dass meine Kinder gesund sind. Frau Vorsitzende, ich bin wirklich stinksauer auf Sonja, ja?
Sie hat mir nichts erzählt von ihren Zwillingen und nichts von ihren künstlichen Befruchtungen und das als beste Freundin. Aber ich kann dennoch weiterhin bestätigen, dass Sonja zur Tatzeit bei mir war. Wenn dieses Alibi gelogen werde, dann würde ich es spätestens jetzt hochgehen lassen, weil ich wirklich so einen Hals auf Sonja habe. Mein Gott, nochmal. Es tut mir leid. Okay, ich hätte es dir sagen müssen. Aber spätestens jetzt ist doch wohl jedem klar, wer den Stein geworfen hat. Ich meine, es ist Raffaelas arbeitsloser Ex-Freund, der ihr seine Kündigung zu verdanken hat. So ist es doch, Herr Neithardt. Ja, bitte, Marco. Das ist doch Schwachsinn, sowas. Hä, so ein Schwachsinn. Ich hab damit nichts zu tun, verdammt nochmal. Und wenn du es doch gewesen bist? Ich bin es nicht gewesen. Ich hab mit meiner Mutter habe ich wochenlang kein Wort mehr geredet, deswegen. Hä, ist doch klar, dass deine Mutter war. Hat Juliane also recht gehabt? Wer ist Juliane? Das ist eine Freundin von mir und Marco. Und ja, sie meinte halt, dass Marco schon wirklich ziemlich fertig gewesen ist nach der Kündigung und so. Hm. Und das war 4 Tage, bevor das alles passiert ist. Er hat wohl die ganze Zeit nur noch um Corner rumgesessen und sich zulaufen lassen. Das Corner, das ist so eine Kneipe da bei uns. Und ja, sie meinte halt, dass er schon ziemlich gegen mich gewettert hätte und meinte, ich wäre schuld an seiner Arbeitslosigkeit. An sie, ja. Aber ich meine, so ein Zufall, ich dachte, sowas gibt's nicht, dass er ausgerechnet dann in der Minute, wo ich da stehe, da vorbeiläuft. Zufall hin, Zufall her. Also natürlich war es so, Herr Neithardt, ich frage Sie jetzt das letzte Mal wirklich. Haben Sie jetzt Raffaela mit dem Stein verletzt? Wollten Sie sich rächen wegen der Kündigung? Marco, bitte. Bitte, bitte, bitte sag jetzt, was gewesen ist. Guck mal, ich habe schon solche Probleme mit Raffaela. Wir haben so viel zu klären. Ich kann das jetzt wirklich nicht auch noch gebrauchen. Verstehst du das? Aber ich kann ohne Job dastehen, oder wie? Das ist Schwachsinn. Das war von Anfang an eine Familiengeschichte. Von Anfang an eine Familienkiste. Raffaela war sauer auf dich. Auf dich, nicht auf mich. Und dann kommt sie zu mir in die Werkstatt. Und macht mich zum Gespött aller Leute. Macht mich zum Vollidioten. Erzählt also irgendein Krimskram, irgendeine Scheiße. Tja, aber mit anderen Worten, waren Sie so sauer auf Raffaela, dass Sie dann an dem paar Tage später unter Alkohol zu ihr sind, oder? Was wollten Sie von ihr? Nein. Ja, nein. Ja, vielleicht hatte ich noch einen sitzen, kann sein. Aber ich wollte es auch nicht, aber ich habe sie da gesehen mit ihren Koffern. Ich sehe gerade aus, die Koffer vor der Tür und ich habe sie da gesehen, dann Stein und ach, ich wollte es wirklich nicht, aber ich war einfach so wütend, weil ich war einfach sauer auf sie, so extrem sauer. Sie hat mich meinen Job gekostet. Ja, hat aber nichts damit zu tun, dass man Steine schmeißt. Noch Fragen an die Zeugin Schwarz? Bleibt unvereidlich, Sie nehmen bitte hinten Platz. Werden Anträge gestellt? Keine mehr. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Vorsitzende, wir haben heute eine neue Form der Bewältigung der Midlife-Krisis kennengelernt. Bei Männern heißt es ja immer, die kaufen sich einen Porsche. Frauen kriegen dann anscheinend noch mal Kinder. Dank der künstlichen Befruchtung ist das wohl auch im fortgeschrittenen Alter hier jetzt möglich. Ob das das beste Motiv ist, Kinder zu kriegen, weil man sagt, ich bin so allein, ich habe niemanden mehr, das weiß ich nicht. Ich wünsche Ihnen jetzt selbstverständlich alles Gute und meinen Freispruchantrag brauche ich nicht mehr zu begründen, denke ich. Danke. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Rezenwilin Tasic. Ja, Frau Vorsitzende, ich möchte mich gerne dem Antrag des Herrn Staatsanwalts anschließen. Zum Mitleidskreis ist hoffentlich nicht, Frau Herzog. Sie haben das letzte Wort. Ja, ich hoffe einfach nur, dass ich mit Raffaela noch alles klären kann. Im Namen des Volkes geht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen der Angeklagten fallen der Staatskasse zur Last. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Frau Herzog, Sie sind hier ganz gut angegangen worden, muss ich schon sagen. Und Sie haben sich hervorragend geschlagen. Das kann ich nicht unbedingt von Ihnen behaupten, Raffaela. Ich habe Ihnen mehrfach versucht, Gelegenheit zu geben, sich zu entschuldigen oder überhaupt mal über Ihre Rolle nachzudenken. Ich verstehe es, weil ich kenne das aus der eigenen Familie. Das heißt, mit anderen Worten, ich konnte mich immer anziehen, wie ich wollte, war ich immer die tolle Tante, super Sahne. Aber wenn meine Schwester sich, und die ist wirklich gut drauf, sich so nett zurechtgemacht hat, dann hieß es immer, ach, es war nicht so das Richtige seitens der Kinder. Mit anderen Worten, Kinder wollen eine Mutter und wollen keine Freundin. Das ist ein kleines Problem. Dass Sie mit 50 jetzt Mutter von Zwillingen werden, finde ich wunderbar. So, Schluss mit diesem Thema. Gegen das Urteil gibt es das Rechtsmittel der Berufung oder der Revision einzulegen binnen einer Woche. Ab heute, nach Verzicht, ist das Urteil rechtskräftig. Die Verhandlung ist geschlossen. Marco Neithardt wurde wegen gefährlicher Körperverletzung und uneidlicher Falschaussage vom Jugendgericht zu 50 Arbeitsstunden verurteilt.
Sat.1 Gold. Mit dem Herzen sehen. Oder Mike, das wäre doch zu schade, wenn Sophie und Jasmin rauskriegen würden, woher wir beide uns eigentlich wirklich kennen, oder? Pass mal auf, die beiden haben damit nichts zu tun und das soll auch so bleiben. Die Frau, die ich liebe, denkt, dass ich wollte, dass ihre Tochter sich zur Matsche fährt. Jetzt komm mal wieder runter. Brauchst du was zur Beruhigung? Wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung an Sophie Klever, der Tochter Ihrer Freundin. Herr Lofing, Mike ist Ihr Vorname. Sie sind am 10. März 1970 in Neuss geboren, wohnen in Düsseldorf, sind ledig, Kinder haben Sie keine. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin seit 8 Jahren selbstständiger Klempner. Die Anklage bitte, Herr Staatsanwalt Römer. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Der Angeklagte wollte mit seiner Lebensgefährtin Jasmin Klever zusammenziehen und bald heiraten, aber deren 16-jährige Tochter Sophie war strikt gegen die Verbindung. Als der Angeklagte am 13. Juni 2008 zu einem Abendessen bei den Klevers eingeladen war, durchtrennte er heimlich die Bremsleitung am Mofa von Sophies Freund Kai Pause. Der Angeklagte ging davon aus, dass Sophie nach dem Essen mit dem Mofa ihres Freundes fahren würde und legte es darauf an, dass das Mädchen einen Unfall haben würde. Der Angeklagte wollte so Zeit gewinnen, um Jasmin Klever ungestört zum Zusammenziehen zu überreden. Mike Lofink wird daher wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Herr Lofink, wollen Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder werden Sie Angaben zur Sache machen? Ich möchte aussagen. Haben Sie diesen Bremsschlauch durchtrennt und dann auch noch in der Absicht, dass sich die Sophie damit verletzt, damit Sie zu Hause durchstatten können? Natürlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie Sie alle darauf kommen. Immerhin, sie ist ja so etwas wie meine zukünftige Stieftochter, nicht? Sie sollte es werden, wenn es nach Ihnen gegangen wäre. Denn Sie sind ja schon lange mit Ihrer Mutter, also mit Jasmin Klever, zusammen. Naja, Sie wissen gar nicht, wie viel mir an ihr liegt. Also, ich gehe täglich meiner stupiden, blöden Arbeit nach, hab ständig die gleichen Haushalte, die gleichen Hausfrauen und die gleichen Probleme, bis ich dann eines Tages Sie sah. Ja, und da wusste ich natürlich, das ist die Frau, die ich heiraten will. Ich verbaue mir doch nicht meine Zukunft, indem ich ihrer Tochter schaden will. Sie sagen uns das jetzt alles so. Die Sophie ist ja überhaupt nicht davon begeistert. Und das Problem ist ja, dass ihre Mutter auf die Sophie recht gut hört. Die lässt sich von der Frau sogar beeinflussen. Also sollte die Sophie doch bitte mal kurz aus dem Weg geschafft werden. Dann haben sie freie Bahn, dann können sie das Ding klar machen und dann ist es gut. Jetzt lassen Sie aber bitte die Kirche im Dorf. Ich gebe ja zu, dass es hin und wieder mal Probleme mit ihr gibt. Aber sie ist nun mal die Tochter der Frau, die ich liebe. Es wäre natürlich schön, wenn wir ihren Segen haben könnten, aber sie ist nicht entscheidungsberechtigt. Wir haben so viel schon durchgemacht. Wir lieben uns. Ich würde sie nie wieder enttäuschen. Was heißt denn nie wieder? Soll das jetzt heißen, Sie haben schon mal versucht, Ihre Tochter loszuwerden? Das ist mir jetzt etwas unangenehm. Ich war eine Zeit lang tablettenabhängig. Aber ich bin da weg von, ich nehme nichts mehr. Jedenfalls hat das unsere Beziehung ganz schön auf die Probe gestellt. Das kann ich mir vorstellen. Was für Tabletten waren das, was Sie nehmen oder genommen haben? Ja, das war letztes Jahr. Ich hatte Sie schon kennengelernt, wir schmiedeten schon Pläne, als ich einen Autounfall hatte und mir die Schulter verletzt hatte. Ja, ich kann doch nicht einfach einen gelben Schein abgeben und das Geld kommt einfach weiter zu mir geflossen. Ich bin Selbstständiger, ich muss für meine Kohlen arbeiten. Und da habe ich eben Schmerztabletten genommen. Ja, aber auf Dauer geht das natürlich nicht. Schmerztabletten sind keine Dauerlösung. Und trotzdem hat der Arzt sie immer weiter verschrieben? Ja, anfangs schon, damit ich wenigstens leichtere Tätigkeiten noch ausführen kann. Na, als ich dann keine mehr bekam, habe ich mir natürlich anderweitig welche besorgt. Aber was sollte ich denn machen? Ich wollte doch zeigen, dass ich auch eine Familie ernähren kann, dass ich unter Umständen ein guter Ehemann sein kann. Dass die Schmerzen nachgelassen haben, habe ich doch gar nicht gemerkt. Ich habe die Tabletten einfach weitergenommen. Naja, bis sie dahinter gekommen ist. Na, Jasmin Klever muss es gemerkt haben. Und wie hat sie reagiert, die Frau Klever? Na, sie ist natürlich ausgeflippt. Und hat mir gedroht, wenn ich mit dem Zeug nicht aufhöre, dann würde sie mich verlassen. Aber das kann ich doch nicht zulassen.
Aber Sie haben ja auch deshalb sofort auf der Stelle die Finger von diesen Pillen gelassen, ne? Ja, selbstverständlich. Ich würde doch alles für Sie tun. Also damit ist doch wohl klar, dass der Mandant überhaupt nichts unternehmen würde, was in irgendeiner Weise die Beziehung zu der Frau Kleber gefährden würde. Und eins ist doch sicher, wenn eine Frau am schnellsten quitt wird, ist dafür zu sorgen, dass die Tochter verunfallt oder das Kind. Wie er richtig gesagt hat, Frau Tasic, er würde alles dafür tun, um diese Frau endlich heiraten zu können. Und dabei schreckt Ihr Mandant anscheinend ja noch nicht einmal davor zurück, ein 16-jähriges Mädchen in Lebensgefahr zu bringen. Sie können von Glück sagen, Herr Lofink, dass es hier nur mit Prellung gegeben hat und so weiter. Das ist zwar schwer genug, aber die hätte sich auch den Hals brechen können. Und dass Sie sich an diesem Mofa zu schaffen gemacht haben und da herummanipuliert haben, das steht ja wohl völlig außer Zweifel. Da brauchen wir nicht drüber zu reden, oder? Da können Sie also mich ruhig angucken. Ja, ja, aber sagen wir mal so, es wurden Fingerabdrücke von ihm am Lenker gefunden. Nicht in der Gegend des Bremsschlauches und der Technikeneinheiten außenrum. Wie kommen die Fingerabdrücke an den Lenker des Mofas? An dem Abend waren wir zum Essen eingeladen. Sophie, Kai, ihr Freund und ich. Wir sollten um 19 Uhr da sein. Ich kam etwas später. Ich kam direkt von der Arbeit. Und da stand Kais Mofa eben im Weg. Da bin ich ausgestiegen und habe es zur Seite geschoben, damit ich ordentlich parken konnte. Ich würde doch niemanden von denen irgendwie gefährden wollen. Außerdem kenne ich Kai doch nicht erst schon seit gestern. Er arbeitet manchmal bei mir in der Firma und hilft etwas aus und verdient sich so etwas dabei. Mensch, ich bin doch froh, dass die beiden zusammen sind. Wieso das? Ja, weil er natürlich gehofft hat, dass die Beziehung zum Kai die Tochter seiner Freundin von ihm ablenkt und einfach auf neue Gedanken bringt. Das kann durchaus passieren. Noch Fragen an den Angeklagten? Nee, dann. Dann fangen wir mit Sophie Kleber an. Sophie Kleber, bitte. Und Sie nehmen bitte neben Ihrer Verteidigerin Platz. Frau Kleber, bitte nehmen Sie Platz. Frau Kleber, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, nämlich an, wissen Sie, wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar? Ja. § 55, man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Frau Kleber, Sophie ist Ihr Vorname, Sie sind 16 und wohnen in Düsseldorf. Sie gehen noch zur Schule? Ja, in die 10. Klasse und Sie können ruhig Sophie sagen. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja, und ich hoffe, das bleibt auch so. Mein Gott, was habe ich dir denn getan, dass du mich so auf den Kieker hast? Ich kann dich einfach nicht leiden, das ist alles. Leb damit oder hör auf zu atmen. So wesentlich ist Ihre Zuneigung nicht, dass man das Atmen einstellen sollte, Sophie. Er sagt aber weiterhin, dass er jedenfalls diesen Bremsschlauch am Mofa Ihres Freundes nicht durchgeschnitten habe, mit anderen Worten, mit Ihrem Sturz auch nichts zu tun habe. Na klar sagt er das hier, was soll er auch anderes sagen? Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er das war. Denn er wollte mich aus dem Weg haben, damit er sich bei meiner Mutter einnisten kann. So war das. Mhm. Nur wegen Ihrer Mutter? Ja, natürlich nur wegen meiner Mutter, damit er sie endlich heiraten kann, weil ich dagegen bin. Er wollte mich aus dem Weg haben, das ist doch alles nur Glückssache gewesen, dass ich mir nur das Bein gebrochen habe und mit ein paar Prellungen davon gekommen bin. Ich meine, was soll denn das? Der wollte einziehen bei uns und sich einlisten wie ein Parasit, aber es hat ja leider nicht geklappt. Was soll ich denn noch alles tun, damit du mich irgendwann mal akzeptierst? Ich will doch nur deine Mutter heiraten. Ich möchte doch gar kein Ersatzvater für dich sein. Das wirst du aber nicht schaffen. Glaub mal, dafür sorge ich schon. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass er geglaubt hat, Ihre Mutter vergisst, dass sie eine Tochter hat, die einen riesen Aufstand macht, wenn er bei euch im Haushalt einziehen würde. Und ich meine, da ändert doch auch, gibt's bei einem Krankenhaus für eine gewisse Zeit nichts. Ja, die Zeit hätte ihm aber gereicht. Ich glaube das nicht, aber er hat sich das anscheinend eingebildet. Die Zeit hätte ihm völlig gereicht, um seine Möbel in unser Haus zu packen. Sophie, gibt es wenigstens einen bestimmten Grund, dass Sie nicht wollen, dass er Ihre Mutter heiratet und umgekehrt? Er passt überhaupt nicht zu ihr. Meine Mutter steht auf sensible und kluge Männer und nicht auf so Bauerntrampel wie den. Ich brauche nicht irgendeinen Vater, keinen leiblichen, nicht irgendeinen und schon gar nicht den. Aha, daher weht also der Wind. Auf Ihren leiblichen Vater scheinen Sie also auch nicht gut zu sprechen zu sein. Nein, ganz bestimmt nicht. Er ist Alkoholiker gewesen. Meine Mutter hatte schon immer Pech mit Männern. Ich meine, er hat uns nie geschlagen oder so. Aber er hat das ganze Geld versoffen. Jeden Abend ist er voll nach Hause gekommen. Meine Mutter hat sich den Arsch aufgerissen, um seine Schulden zu bezahlen. Mhm. Aber jedenfalls hat er das Trinken wahrscheinlich nicht eingestellt, oder? Nein, er hat es jeden Tag versprochen. Jeden Tag hat er gesagt, ich höre auf damit. Und dann hat meine Mutter ihn 2002 vor die Tür gesetzt. Und jetzt kommt er. Und er weiß genau, dass meine Mutter ihn schon längst geheiratet hätte, wenn ich nicht gewesen wäre. Und deswegen wollte er mich aus dem Weg schaffen. An sich ist es nicht Ihre Aufgabe, dazu zu stimmen, ja oder nein. Es geht um dieses Abendessen, 13. Juni.
Ist das so ganz friedlich verlaufen oder sind sie beide wieder aneinander geraten? Bis er da war, war alles friedlich. Kai ist wie immer pünktlich gekommen und er ist zu spät gekommen, so gegen 20 Uhr. Meine Mutter hatte schön gekocht und Kai, meine Mutter und ich haben uns schon an den Tisch gesetzt, ein bisschen was getrunken und uns nett unterhalten. Ja, und dann ist Mike gekommen und dann ist die Stimmung völlig in den Keller gegangen. Einfach so? Ja. Er hat versucht, Kai abzufüllen. Und weil Kai nicht unhöflich sein wollte, hat er es mit sich machen lassen. Aber das stimmt doch überhaupt nicht. Ich wollte ihn gar nicht abfüllen. Wir haben vielleicht ein Gläschen zu viel getrunken und wir waren lustig. Aber ich habe ihn nicht abgefüllt. Ich habe doch genauso viel getrunken wie er. Du hast ihm immer wieder nachgeschüttet, obwohl weil du genau wusstest, dass er fahren muss. Außerdem hast du immer nur das halbe Glas getrunken. Und der Kai ist dann deshalb nicht mehr mit dem Mofa nach Hause gefahren, weil er zu viel getrunken hatte? Ja, genau. Wir haben ihn dann nicht mehr fahren lassen und meine Mutter wollte ihn dann mit dem Auto fahren. Und ich habe gesagt, er brauchte ja seinen Roller am nächsten Tag und das weiß Mike auch. Und ich habe gesagt, ich fahre mit dem Mofa hinterher, weil ich auch einen Mofa-Führerschein habe. Und meine Mutter wollte mich dann von Kai aus wieder mitnehmen. So war unser Plan. Ja, wann haben Sie gemerkt, dass die Bremsen vom Mofa nicht mehr funktionieren? Ja, so nach gut und gerne 50 Metern. Ich habe versucht, das Ding irgendwie anders anzuhalten, aber ich habe es nicht hingekriegt. Ich bin Schlangenlinien gefahren und bin irgendwann in die Horizontale gerutscht. Mhm. Meine Mutter hat das Ganze natürlich aus dem Rückspiegel gesehen und hat sofort angehalten und hat auch den Krankenwagen gerufen. Herr Lofing, stellen Sie sich vielleicht bitte mal kurz vor, was wäre gewesen, wenn dahinter ein Auto gewesen wäre? Das hätte vielleicht nicht mehr bremsen können. Haben Sie sich das in Ihrem Hirn mal ein bisschen überlegt? Nochmal, Herr Römer, er hat doch überhaupt nicht gewusst, dass Sophie sich auf das Mofa setzen würde. Ist doch ganz egal, wer sich letztlich da draufsetzt, Frau Tassisch, sowas kann ich doch nicht tun. Sophie, wer hat den Vorschlag gemacht, dass Ihre Mutter Ihren Freund nach Hause bringt und Sie das Mofa hinterher tragen? Meine Mutter und ich, aber ich verstehe nicht. Wo ist er gewesen, als Sie das Vorschlag gemacht haben? Er ist direkt nach dem Essen ins Bett gegangen. Er war oben im Zimmer meiner Mutter. Mal bitte. Aber er konnte sich das doch wohl denken. Er wusste genau, dass Kai das Mofa braucht am nächsten Tag. Das ist doch wohl klar, dass meine Mutter und ich ihn in dem Zustand nicht mehr fahren lassen. Er konnte kaum mehr einen Fuß vor den anderen setzen. Also noch einmal, mein Mandant hat nichts von dieser ganzen Fahrerei mitbekommen. Er lag oben im Bett und er würde es nochmal, sage ich das, niemals zulassen, dass seine Stieftochter in Spee auf ein Mofa steigt, was keine Bremsen mehr hat. Allein schon der Mutter zuliebe nicht. Was ganz anderes, ihr Ex-Freund, der Pavlik, der wohnt doch, glaube ich, zwei Straßen von hier entfernt, oder? Ja, schon, aber was hat Gordon damit zu tun? Ja, möglicherweise eine Menge. Werden wir ihn noch fragen. Stimmt es, dass er nicht gerade erfreut davon war, dass Sie sich von ihm getrennt haben und dem Kai zugewandt haben? Ja, natürlich war er nicht begeistert. Welcher Junge schon davon begeistert, wenn sich seine Freundin von ihm trennt für einen anderen? Aber ich sag mal so, er wird es einsehen, er wird damit leben können. Und er liebt es, in Selbstmitleid zu versinken. Was das angeht, ist er echt ein bisschen strange. Aber ich habe mich nicht umsonst von ihm getrennt. Außerdem ist er schon Monate her. Wann haben Sie mit ihm Schluss gemacht, Sophie? Das war zwei Tage, nachdem ich Kai kennengelernt habe, am 17. Mai. Also es sind doch keine vier Wochen, bevor das hier passiert ist. Und es soll durchaus Leute geben, die noch länger einer Ex-Liebe als vier Wochen hinterher trauen. Also um das noch mal gerade zu sagen, was ich hier wirklich zugetragen haben dürfte. Ich meine, dass der Gordon Pavlik, der in der Nachbarschaft wohnt, wahrscheinlich bei einem abendlichen Spaziergang vor dem Haus das Mofa vom Kai gesehen hat, vom Kai Pause. Und da hat er sich einfach noch mal daran erinnert, wer jetzt hier bei Ihnen das Sagen hat. An die Trennung von Ihnen hat er sich erinnert. Und das hat ihn natürlich noch tief geschmerzt, auch vier Wochen später. Da hat er den Bremsschlauch wahrscheinlich einfach durchtrennt, um sich am Kai zu rächen. Mal ganz ehrlich, kennen Sie Gordon? Nein, der würde sich sowas nie trauen. Der ist dafür viel zu feige. Ja, umso schlimmer. Ich meine, was ist denn bitte schön feiger, als den Bremsschlauch an einem Mofa zu durchtrennen? Das geht ja.